Heute auf dem Podium ein bisschen dezimierte Besetzung. Florian Kohfeldt fehlt auch heute leider. Hintergrund ist, dass er sich zu Hause eine Fußverletzung zugezogen hat. Und aufgrund dieser Fußverletzung kann er, weil er nicht auftreten kann, nicht coachen und deswegen auch nicht hier sein. Aber er wird die Mannschaft nach Düsseldorf begleiten und auch am Samstag auf der Bank sitzen. Grundsätzlich haben wir eher von gesundheitlichen Problemen gesprochen und es ist so, dass Florian eben ja wirklich richtig Schmerzen hat, nicht auftreten kann und letztendlich auch wirklich Bettruhe verordnet bekommen hat und natürlich jetzt auch untersucht wurde, behandelt wird und wir hoffen, dass er morgen beim Training schon dabei sein kann, aber wird auf alle Fälle morgen Abend bei der Mannschaft im Hotel sein, wird dann auch die Gegneranalyse wie vor jedem Spiel Freitagabends durchführen können und am Samstag auch im Stadion dabei sein, auf der Bank sitzen, vielleicht wirklich ein bisschen mehr sitzen, als man das ansonsten gewohnt ist. Und ansonsten kann man dazu nur sagen, dass wir grundsätzlich für die Trainingseinheiten gestern, aber auch heute ja sehr, sehr gut aufgestellt sind im Trainerteam. Die Inhalte der Trainingseinheiten sind natürlich mit Florian wie immer abgestimmt. Das Trainerteam ist ja grundsätzlich in allen Bereichen bei Florian auch immer involviert und insofern ist das, denke ich, überhaupt kein Problem. Ansonsten hat sich Florian natürlich die Trainingszeit gestern eben auch auf Video komplett angeschaut, hat sich natürlich vielleicht noch intensiver Zeit gehabt, sich mit Düsseldorf zu beschäftigen. Wir haben die Matchplan-Sitzung, die normalerweise hier in den Besprechungsräumen stattfinden, heute Vormittag in das Wohnzimmer von Flo verlegt. Also auch da war er vor Ort, ist somit eben in alle Ideen Richtung Wochenende ja natürlich komplett eingebunden gewesen. Die erste oder die Matchplanbesprechung, die hauptsächliche, findet natürlich im Trainerteam statt mit Mario Bartsch als Analysten. Deswegen war nicht die komplette Mannschaft. So groß ist das Wohnzimmer von Flo dann doch nicht.